Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der wunderschönen Pokémon Ultra Gold Taglog. Ich habe leider die Mons gerade schon ganz kurz gesehen, weil. Und auch die Moves, weil ich die Ingame-Audio nicht aufgenommen hatte und dementsprechend kurz neu starten musste. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Bieber im Team. Welches Kreuzschere kann? Ich habe die Vermutung, dass uns. Kai heißt er, glaube ich. Das mächtige TM Kreuzschere gegeben hat und aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß noch nicht genau warum, aber Schuppet kann das anscheinend auch. Ansonsten sieht es jetzt nicht so tragisch aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich frage mich nur gerade, wurde Sandan irgendwie auf die Box gelegt oder ist da was gestorben? Haben wir eine Todesbox so? Es ist anscheinend noch nichts gestorben. Doch, Sandan lebt nicht mehr. Oh. Die sind in den Bahamas. Ja, das ist ein bisschen schade, aber da sind die wohl. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar interessante Monster. Gucken wir mal, wie die so werden. Gertrude. Das sieht so aus, als hätte ich die benannt, aber ich habe die nicht benannt. Auch wenn ich immer so jemand bin, der solche Standardnamen gibt. Aber hey. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Für mich ist jetzt wieder... Was? Okay, das Wetter ist krank. Für mich ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Wurde 34... Oh nein. Oh nein, das sieht so aus, als wurde für mich die Arena dagelassen. Kann das sein? Ist das möglich? Das sieht hier alles ganz anders aus. Ich muss mich gerade einmal kurz ein bisschen orientieren, weil ich weiß nicht genau, wo ich hier gerade hingehen soll. Hier ist ja die Arena irgendwie nicht. Muss ich in den Radioturm rein? Also gibt dramatische Animationen auf jeden Fall. Ist da Bianca irgendwie? Nee, Bianca ist da offensichtlich nicht. Aber da gab es ja keinen Weg so quasi, den ich nehmen kann, oder? Oder muss ich da über den Bahnhof rein? Nee, über den Bahnhof auch nicht. Hä? Wie komme ich auf die andere Seite von Goldenrod City? Bin ich blind? Übersehe ich hier gerade was? Haben wir das Fahrrad eigentlich schon? Ich bin gerade... Das ist halt so die eine kritische Sache. Wir haben das Fahrrad noch nicht, okay. Dass ich gar nicht... Ich weiß gerade nicht... Die waren ja irgendwie auf Route 36 und ich glaube... dass man eigentlich da nach oben gehen konnte und dass das Route 36 ist, aber ich habe ja mal gar keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Weil diese Teile machen ja auch irgendwie nichts. Da kann ich nur telefonieren, ja. Das ist schön, aber ich muss mit niemandem telefonieren. Ist hier drin sonst irgendwie was? Ja, okay, der scheint die ganze Zeit zu verlieren. Das ist schön für ihn. Eigentlich nicht. Oh! Oh, ich bin aber auch blöd. Das sind ja Stelzen, was da oben ist. Oh nein, waren wir die ganze Route 36 schon unterwegs? Das ist nämlich Route... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nee, waren wir anscheinend nicht. Also darf ich prinzipiell noch Route 35 machen? Weil wenn ich diese Arena aufschieben kann, dann würde ich sie ganz gerne aufschieben. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass wir nicht so krass gelevelt sind, sondern Level 16. Also ja, so krass sind wir auf jeden Fall nicht gelevelt. Das heißt, ich würde jedes Level, was ich hier kriegen kann, tatsächlich auch sehr, sehr gerne mitnehmen und das ein oder andere Pokémon auch noch entwickeln, weil gerade so ein Ultregaria noch mit dem Team zu haben, wäre ganz knackig, ein Golbat. Na, denn es kommt das legendäre Miltank, ja, und das legendäre Miltank kann durchaus ein Problem sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte tatsächlich in den meisten meiner Runs gar nicht mal so viele Probleme mit Miltank. Das Schöne war nämlich, zu Soul-Silver-Zeiten habe ich mir immer Scaraborn ins Team geholt und dann ist Miltank meistens nicht so schlimm, weil ich den auf Durchbruch hochgegrindet habe. Und ansonsten hatte ich auch, ich glaube, ich hatte irgendwie immer was Nices dabei. So ein Doppelkick. Nidorino hatte ich noch so. Nidoking nicht. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass ich sicher auch mal den so random entwickelt habe. Ja, ja, ich kann es mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass ich das einmal mal so gemacht habe und mir gedacht habe, oh, das ist doch jetzt eine gute Idee. Ich überlege gerade, wen... Wo ist Route 36, wenn das hier Route 35 ist und Route 35... Ja, steht auch da. Also, ich glaube, es wurden die Trainer übersprungen, aber Pokémon nach Möglichkeit gefangen. So wirkt das auf mich gerade. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Weil wir haben ja extra so ein Dokument, wo so draufsteht, yo, wo wir überall so ein bisschen waren. Und das ist halt dann... Das ist dann der. So, hau den mal weg. Alter... Also, können wir mal darüber reden, dass Sandwirbel somit die nervigste Attacke im Pokémon-Spielen ist. Wenn du selber Sandwirbel oder Lehmschelle einsetzt, ist es quasi, natürlich, ein festgeschriebenes Gesetz, das du eigentlich nicht treffen wirst. Aber
wenn der Gegner das einsetzt, aber auch nur einmal. Das reicht schon aus, dass du kontinuierlich nicht mehr treffen kannst. Das geht dann einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr möglich. Meryl, oh, da würde ich gerne drin bleiben eigentlich, aber kann nicht schlecht, nachdem ich kein Highlight-Item habe und ich irgendwie nicht wirklich was Effektives gegen Meryl habe. Ich weiß gar nicht, wie ich... Komm, wir schicken mal Beast wieder rein. Ja, das sind auf jeden Fall so Sachen, wo ich mir oft denke, warum passiert das eigentlich? Diese RNG, die Gegner halt immer bekommen, ist der Wahnsinn. Ich frage mich wirklich, ob die RNG in so Spielen wie diesem hier höher gedreht wurde oder nicht. Oder ob die genau... Oh. Oder ob die genau gleich ist. Ich habe den Feen-Typen gerade komplett vergessen. Der ist ja vom Typ Fee. Da war was. Deswegen ist... Ich spiele... Also... ich weiß ja nicht genau, wann diese Folge hier kommt. Deshalb kann ich auch über nichts Aktuelles oder so reden. Das ist so ein bisschen das Schwierige an diesem Projekt. Ich weiß, Maxi hat mir erzählt, er hat so über Halloween in seinem Part geredet. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wann das gerade ist. Vielleicht haben wir auch strategisches Clever gemacht und dieser Part hier kommt einfach wieder zu Halloween. Nur nicht 2020, sondern 2021. Kann ja sein, ist durchaus möglich. Und wir machen kurz einen Cut, bis ich heile. So einmal fix heilen gewesen. Wie, haben die nur Eintritt? Nein. Sag mir jetzt nicht, die haben einfach nur einen... Moment. Haben die doch alle Trainer besiegt? Und das war jetzt nur Zufall, dass der eine nicht bekämpft wurde und ich muss doch in die Arena gehen? Ich will nicht in die Arena. Ich glaube, wir sind nämlich auch nicht gut genug gelevelt für die Arena, muss ich sagen. Warum ist der eigentlich rot? Ja, halt die Klappe mit deinem Nestball. Tatsache. Was ist das hier? EVI Stats Master. Okay, auch nicht schlecht. Aber anscheinend waren wir hier schon überall. Kann das sein? Ist es wirklich der Fall? Und dann sind wir ja immer noch nicht hoch genug gelevelt. Ich sag, die Arena wird sicher... Ne, wir setzen mal keinen ein. Die Arena wird sicher zu krass gelevelt. Wobei, da ist ein Item. Im Nationalpark haben wir aber noch nichts gefangen, so wie das aussieht. Und da sind auch noch Trainer. Okay, also wir haben doch noch was ein bisschen zu tun. Dann werde ich nämlich Flowelt vielleicht so positionieren, dass er gegen den Arena-Leiter im nächsten Kampf kämpfen muss. Aber dann halt mit gescheit gelevelten Pokémon. Ich merke gerade, Beast ist immer noch vorne. Der ist ein bisschen belastend, weil der ist, glaube ich, schon vom Level her hoch genug. Den können wir langsam ein bisschen in Gym zurückschalten und den dann da irgendwie reinpacken. Dass der so mitten mitlevelt, weiß ich nicht, schauen wir mal. Aber nein, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Es ist ja wieder Donnerstag. Mein Upload ist ja Donnerstag und Donnerstag ist immer... Donnerstag eigentlich ein knackiger Tag, weil wenn ihr diesen Part seht, seid ihr wahrscheinlich von der Schule oder von der Arbeit zurück. Und dann denkt ihr euch, jawohl, morgen Freitag und am Wochenende. Und ich sag, ich fühle es inzwischen einfach, diesen Wochenend-Vibe zu haben. Der ist einfach... Das ist ein knackiger Vibe, sage ich. Ist ein richtig knackiger. Weil wenn du so die ganze Zeit daheim sitzt, dann... Nein, den hätte ich nicht ansprechen sollen, oder? Okay, ich weiß nicht, was er von mir will, aber... Der will anscheinend gar nichts. Okay. Weil man es dann richtig wieder fühlt, wenn du so... Du lernst das Wochenende wieder so richtig wertzuschätzen, wenn da so geile Streams sind und sowas. Das ist dann immer mega nice. Ich freue mich dann immer, wenn so ein Event-Stream im besten Fall ist, weiß ich nicht. So ein All-3D-Marius. Gibt ja den einen oder anderen Streamer, der sowas in die Richtung macht. Sowas ist dann immer mega knackig, wenn man das findet. Und auch die Themen Schaufler zu finden, finde ich mega knackig. Wer kann das denn alles so lernen? Meine Werte TM Headbutt haben wir auch als TM, okay. Ja, stimmt, ist ja logisch. Der kann das lernen und Tyrakrok kann das lernen. Auf beiden eine durchaus nützliche Attacke. Ich überlege, ob ich Tail Whip auf dem wegmache. Ich sag aber, ein Rutenschlag kann potenziell auf Zickzacks noch nützlich sein. Deshalb würde ich den ganz gerne behalten. Weil man durchaus ein bisschen strategisch in dem Spiel spielen kann. Und dann würde ich das mal noch da lassen. Hier, glaube ich, wäre es sogar besser, wenn wir das wegmachen und ihm den Schaufler geben. Noch so ein bisschen Coverage dazu. Ist für die gute Rita richtig knackig, sage ich. Aber ja, inzwischen, also das Wochenende ist einfach... das Wochenende hat seinen Respekt von mir wieder bekommen, muss ich sagen. Weil in der Corona-Zeit war es ja so, dass mein Respekt vor dem Wochenende nicht mehr da war, weil das Wochenende quasi immer war. Und jetzt ist einfach so... Mega nice, so Wochenende, jawohl, hab richtig Bock. Zwei volle Tage frei, wo du eigentlich nichts machen musst, nur coole Sachen, im besten Fall noch nice Event-Streams.
Also gerade so Event-Streams sind immer mega knackig, muss ich sagen. Auf die freue ich mich immer mega. Oder halt so andere Sachen machen, Games zu zocken. Weiß ich nicht. Weiß ich, vielleicht habt ihr ja momentan. Habt ihr denn momentan irgendein cooles Game, was ihr zockt? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht ist ja gerade irgendwas da. Irgendwas im Hype, ich weiß es nicht. Wo man sich denkt, jawollo, das ist mega knackig, das spielen wir gerade alle. Vielleicht gibt es da irgendwas, was man so richtig gerade fühlt. Solche Sachen sind und auch sind. Also im Übrigen möchte ich anmerken, dass Schuppet eins meiner Hass-Pokémon ist. Ich mag das Teil irgendwie nicht. Ich finde es weird und ich weiß nur, dass der Pokédex-Eintrag, glaube ich, Eintrag, zu dem auch ziemlich creepy ist und deshalb möchte ich eigentlich mit dem nichts zu tun haben. Schuppet, du weißt also nun das Statement zu dir, ne? Ich meine, er wird für die nächste Arena nützlich sein, weil es ein Geist ist und vor allem, weil er Kreideschrei kann. Das heißt, den Gegner direkt auf minus 2 zu setzen, nehme ich auf jeden Fall mit. Momentan ist es auf jeden Fall noch so, dass Among Us sehr im Hype ist bei mir. Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es so bei anderen ist. Aber das spiele ich immer noch sehr gerne, sehr regelmäßig. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht irgendwie ein krasses Spiel. Es liegen halt noch immer so eine Million von Spiele bei mir herum, es ist der Wahnsinn. Bei denen ich mir denke, die musst du jetzt einfach langsam mal anfassen, aber man kommt nicht dazu. Man ist ein vielbeschäftiger Mann, ne? Man möchte ja hier das YouTube-Business am Start lassen, ne? Das muss ja hier bleiben. Ah, ich glaube, da gehen wir lieber in Rita. Das YouTube-Business muss ja am Start bleiben, muss knackig laufen und da kann man ja keine Pause machen. Das ist ein Vollzeitjob. Eigentlich nicht, ich übertreibe ein bisschen, aber heute zum Beispiel ist für mich ein sehr stressiger Tag, an dem Tag, an dem ich das aufnehme, weil ich sehr, sehr viel machen muss für YouTube und auch für Streaming und so, wenn ich das aktiv betreiben möchte. Dass das einfach alles am Laufen bleibt, ne? Man muss wie eine gut geölte Maschine einfach sein. Es muss laufen, Freunde. Es muss laufen. Also nicht so wie ich, der gar nicht läuft, aber es sollte wie eine gut geölte. Oh, das ist ein Trainer. Sollte halt einfach gut laufen. Aber das am Laufen zu halten ist wieder, ich sage gerade sehr oft laufen, ich weiß, ist natürlich eine etwas schwierigere Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Ihr habt sicher. 100% hat jeder von euch irgendwie ein knackiges Hobby wie Fußball spielen oder sowas. Gut, wie knackig das jetzt ist, ist natürlich jetzt. Ne, stellen wir jetzt einfach mal so hin, ob ich das so knackig finde, das Hobby, weil ich finde es nicht so knackig. Aber irgendwas, wo du halt echt viel Zeit teilweise rein investierst, weil im Fußballtraining, also ich habe früher Fußball gespielt. Und das war ja auch immer zweimal Minimum die Woche. Ich lese auch öfters im Chat oder so, dass Leute dreimal in der Woche Training haben. Wo ich mir denken würde, eieiei, das, nee, das wäre gar nichts für mich. Und als ob der normal. Warum hat der einen Supertrank? Was soll das? Auf jeden Fall. Zippel, bitte. Auf jeden Fall. Und dann hast du noch am Wochenende ein Spiel und das sind halt, ja, rechne mal 1,5 Stunden mal 3, sind wir schon bei 4,5 Stunden. Und dann hast du noch Spiel, wo du vielleicht hinfahren musst. Und da kannst du dann auch nochmal gute 3 Stunden fast so einrechnen. Ich gehe jetzt quasi von der Hyperbel aus. Also knapp 7 Stunden verbringst du damit, nur um deinem Hobby nachzugehen. Gut, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn ich so drüber nachdenke, was ich in YouTube und so stecke, ist das ein sehr schlechter Vergleich. Aber hey, es ist nun mal so. Haben wir halt den Vergleich so gesetzt. Ja, ist ein bisschen doof gewesen, aber hey, das werden wir verkraften, wie du willst nicht kämpfen. Du willst nicht kämpfen? Okay, dann nicht. Ist hier sonst noch irgendwie ein Trainer? Weil es sieht nicht danach aus. Ich bin gespannt, ob wir uns die 2 Bälle merken. Ich wette, der. Ich wusste ganz genau, wenn ich in diese Richtung laufen werde, wird er zu mir kommen. Okay, Brandon. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals gegen den gekämpft haben. Oder ob das jetzt. Das sieht mir nach dem ersten Mal aus. Ich würde den gerne mal mit einem Abschlag angreifen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er ein Item trägt. Und wir haben ihm kein Item abgeschlagen. Okay. Mit Nightshade würden wir 24 machen. Das Problem ist, ich habe Angst, dass ich ihn in die Sturzbach-Range bringe. Dementsprechend würde ich jetzt hier einfach mal auf Knofenser gehen und gucken, was der so gegen mich machen kann. Weiterhin Water Gun. Das sollte okay sein. Macht aber trotzdem 10 KP, was nicht gerade wenig ist. Man muss hier Crit und Sturzbach mit einberechnen. Das ist halt. Ah ja, guck an, da kommt der Crit schon, von dem wir gerade gesprochen haben. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Das ist dann ein bisschen schwierig. So, damit wir vielleicht kein Item verbrauchen, würde ich hier in Rita gehen, weil ich mir sehr sicher bin, dass Rita schneller ist.
Und ich einfach auch ein bisschen Geld und... Oh, der hat einen Super Potion. Geld und Dings sparen spielen möchte. Geld und Items sparen, damit wir halt genug Items vorhanden haben, um die Gegner zu bekämpfen. Und der Biss macht guten Schaden. Tyrakrok, so ein mächtiger, muss man aber auch sagen. Das ist einfach ein geiler. Oh, ich freue mich. Ich hoffe echt, wir kriegen Impagator. Ich liebe den so sehr. Ah, hoffen wir es mal. Okay, aber merken... Ich hoffe, ich merke es mir. In dem Spiel gibt es den Trainer Brandon. Quasi noch einen Rivalen. Weil ich bin mir sehr sicher, dass wir nochmal gegen ihn kämpfen. Ah, du folgst mir bis in den Tod, um gegen mich zu spielen. Okay, gut zu wissen. So, ich bin einmal kurz heilen gewesen, damit das auch erledigt ist. Und hier kann man anscheinend noch irgendwie in die Richtung gehen. Was mich vermuten lässt, dass es dort irgendwas gibt. Es gibt nur einen Aprikokobaum, wirklich. Ja, okay, eine Sinebeere, aber... Entschuldigung, wie wichtig eine Sinebeere jetzt noch ist, weiß ich ja nicht. 10 KP sind nicht wirklich viel. Ist da noch ein Item? Nein? Okay. Ah, ich hab's noch nicht... Ah, ich wollte das Fahrrad doch nehmen. Ich habe das noch nicht auf den Select-Button geleckt. Da ist es. Bicycle. Bicycle. Das ist ja... Alter, ist das... Als ob das Fahrrad so langsam ist. Warum gibt's hier zwei Eingänge? Das vermittelt mich auch. Warum gibt es da zwei Eingänge? Ja, da komme ich hier raus. Und wo komme ich bei dem anderen raus? Hä? Da waren aber im normalen Spiel sind da schon keine zwei Eingänge, oder? Oder bin ich jetzt der, der lost ist? Bin mir eigentlich sehr sicher, dass da keine zwei Eingänge sein sollten. Was soll denn das jetzt auf einmal? Aber gut, immerhin die zwei, die sind Frischfleisch. Die futtern wir weg. Die haben keine Chance. Über irgendwas habe ich davor geredet, aber ich weiß nicht mehr was. Das war durch den Kampf, durch Brandon, weil der mich doch, weil ich nicht gegen Brandon verlieren wollte. Habe ich mich ein bisschen auf den Kampf konzentriert und hat schon wieder keine Ahnung mehr, war gegen was wir spielen und warum wir spielen und was wir geredet haben. Wie ist es eigentlich bei euch so? Achso, Nato setzt Nightshade ein. Ich wollte gerade sagen, ich habe das doch gar nicht gedrückt. Weil ich gerade so spontan vor einer guten Stunde richtig Kopfschmerzen bekommen habe. So richtig bumm spontan. Das hat mich richtig überrascht, weil ich bin eigentlich jemand, der sehr selten Kopfschmerzen hat. Ich hatte mal echt heftige Kopfschmerzen eine Zeit lang, für circa 2 Wochen. Oder heftig ist ein starkes Wort. Relativ starke Kopfschmerzen, sagen wir einfach mal, zumindest für meine Verhältnisse, weil ich habe halt super selten Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich beneide niemanden, der viele Kopfschmerzen hat. Dafür habe ich super oft Husten und Halsschmerzen. Als Exchange, sagen wir es mal so. Das hat mich schon wieder richtig getriggert, weil das mich einfach an diese 2 Wochen erinnert hat und ich mir dachte, nee, die muss ich nicht nochmal haben. Alter, macht das viel. Ich glaube, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Schuppet da rauszuziehen. Ich glaube, das wäre nämlich nicht sehr gut für unseren werten Kollegen ausgegangen. Überhaupt nicht. Welche Route ist das jetzt hier eigentlich? Gehen wir nochmal so raus und so rein. Ist das Route 36? Da haben wir auch schon Pokémon gefangen. Und hier unten ist Route 35. Wo führt mich der Weg dann dahin? Okay, und den haben wir auch schon bekämpft. Warum haben wir denn so random Leute bekämpft und dann wieder welche nicht? Das ist irgendwie so ein bisschen weird. Und ich speede einmal ganz kurz, weil es geht mir doch etwas auf die Nerven. Weil teilweise haben wir Leute besiegt und dann haben wir Leute wieder nicht besiegt. Und das verwirrt mich etwas. Aber hey, weil dann könnten wir jetzt noch nämlich geschwind gleich in die... Wohin bringt mich das? Bugcatching Park. The door is closed. Okay. Dann ist das vielleicht auch mit dem Tag zusammenhängen. Dann würden wir nämlich noch die Arena-Mons besiegen, weil dann kann ich grob einschätzen, auf welchem Level vielleicht das Miltank ist. Und dadurch könnte ich dann... Ah, Hagel, Schnee, schön. Dadurch könnte ich dann es dem Flobert so angenehm wie möglich machen, hoffentlich. Aber ich weiß nicht, habt ihr oft Kopfschmerzen? Ich finde es aber auf jeden Fall immer sehr, sehr nervig. Ich hasse das jedes Mal, wenn ich sie habe. Dann denke ich mir immer so, oioioi. Was soll denn das? Gar keinen Bock auf die. Die kommen auch immer so zufällig teilweise. So auf einmal und du denkst dir so, woher kommt diese Scheiße? Was soll das? Ah, das haben wir auch noch nicht gemacht. Gut zu wissen. Was soll die Scheiße eigentlich? Weil die sind auf einmal so da. Ich weiß, Spannungskopfschmerzen ab und an immer so kommen. Man unterscheidet ja irgendwie Migräne und Spannungskopfschmerzen, glaube ich. Oh mein Gott, der ist ja richtig low.
Habt ihr zum Beispiel so Migräne-Sessions? Weil sowas habe ich Gott sei Dank. Also, ich bin von teilweise echt viel verschont geblieben, muss ich sagen. Also auch so Intoleranz-Sachen, da bin ich auch, oder Unverträglichkeitssachen habe ich eigentlich, zumindest nicht, dass ich wüsste, bisher auch noch nicht an mir so derbe bemerkt. Und ich bin da richtig dankbar für, dass ich das nicht habe, weil war schon sehr angenehm, so alles essen zu können, was man will. Zum Beispiel von Maxi weiß ich ja, der hat ja Nussallergie und was weiß ich, was der nicht noch alles hat. Und sowas fände ich mega nervig. Erstens, weil ich sehr gerne Erdnussflips esse und das dadurch schon doof wäre. Und zweitens, ich auch so ein Erdnussfresser geworden bin, würde ich schon fast sagen. Also Erdnüsse ist irgendwie für mich seit neuestem richtig der heiße Scheiß geworden. Ich weiß gar nicht warum, aber es war dann auf einmal so da und ich dachte mir so, Bro, Erdnüsse, das ist das, was man will. Das ist das, was du willst. Na, knackst du die schon auf? Die haben zwar teilweise, wenn sie älter sind, boah, als ich mal in so ein älteres Ding reingebissen habe. Das war aber auch sehr unangenehm. Die haben da teilweise dann so einen weirden Geschmack. Es ist der absolute Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. So, ich bin einmal kurz mal wieder heilen geflitzt, weil ich denke, das Heilen sollte man vielleicht lieber vermeiden, reinzuschneiden, weil das doch sehr langweilig ist, würde ich fast sagen. Dementsprechend ist das, denke ich, ganz okay, wenn ich das immer so rausschneide, weil bevor ich halt ein Item waste, und das möchte ich halt nicht, schneide ich es lieber raus einfach. Ich denke, das sollte okay sein. Bringt ein bisschen den Fluss auseinander, ich weiß. Aber ist okay. Iron Defense, willst du jetzt Body Press drücken, Magnetil, oder was hast du vor? Den hast du leider nicht. Wäre aber cool, wenn du den hättest. Dann hätte sich Maxi auch nicht so beschwert im BPP über dich. Wer hat das armes Magnetilo? Du tust mir ein bisschen leid. Aber ja, um auf das Krankheitsthema, ich weiß nicht warum, aber wir gehen jetzt auf das Krankheitsthema ein. Ich bin ja sehr froh, dass ich von super viel einfach verschont bin. Also es gibt ja teilweise so Sachen. Pickel zum Beispiel habe ich auch relativ wenig gehabt. Vor allem, wenn ich das mit meinem Bruder vergleiche. Gefühlt habe ich auch nicht wirklich, das passt jetzt eigentlich gar nicht ins Krankheitsthema, was soll's, habe ich gar nicht mitbekommen, wann ich im Stimmbruch eigentlich war. Weil ich meine, man hört es mir vielleicht an, ich habe doch eine etwas tiefere Stimme als der ein oder andere YouTube-Kollege von mir. Und ich weiß echt nicht, wann ich im Stimmbruch war, weil ich arbeite ja in der Schule oder habe ein Praktikum da. Und da merke ich das dann doch bei einigen ganz gut raus, wenn sie im Stimmbruch sind. Aber bei mir selber habe ich das einfach gar nicht gemerkt. Ich weiß echt nicht, wann ich im Stimmbruch war. Ich könnte euch kein Alter nennen, kein gar nichts. Wo ich mich immer so frage, eigentlich, du solltest es doch an deiner eigenen Stimme ganz gut raushören können, wann du im verdammten Stimmbruch nochmal warst und wann nicht. Das ist halt so, keine Ahnung, mega weird. Aus irgendwelchen Gründen ist das nicht so bei mir. Ich habe es nicht mitbekommen. Habt ihr das mitbekommen, als ihr im Stimmbruch wart? Weil, also ich kann es halt schon gut raushören. Da gibt es zum Beispiel einen in der Schule, der echt so, ja, und also wirklich so ein Kratzen hat, so von wegen, als würde seine Stimme jeden Moment einfach kaputt gehen, sozusagen. Und ich meine, sowas habe ich durchaus auch, weil ich rede relativ viel am Tag, ne? Man kriegt das eventuell durch YouTube-Videos und Streams mit, ne? Dass wenn man sowas macht, man durchaus viel redet. Und das dann natürlich auch ein bisschen auf den Hals und auf die Stimme geht. Aber dafür kann man auch sehr gut mit der Stimme variieren und kann sowas lernen. Oder man heißt halt Presnell P und spricht die ganze Zeit wie Mickey Mouse. Ich glaube, so hoch komme ich nicht mal. Das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, die es gibt. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt Birnie noch zu entwickeln. Bei denen würde ich ganz gerne noch haben. NTD nehmen wir mit. Kann ich da irgendwie schon rein? Okay, the door is locked. Die Tür sieht irgendwie richtig weird aus, muss ich sagen. Sonst sind hier diese Massage-Fuzzis. Würde mir das Nugget für 4500 verkaufen. Glaube aber nicht, dass das irgendwas bringt. So, ich würde einfach mal unser Zubat hier massieren lassen, denn der entwickelt sich ja durch Liebe. Deshalb die 300 Poké-Dollar, die geben wir mal dafür aus. Damit der möglichst fix zu einem X-Bad wird. Oh. Und da ist die einen die Sachen verkauft. Ich glaube, die sind nämlich billiger als die anderen Sachen. Deshalb würde ich die tatsächlich jetzt einfach mal mitnehmen. Weil wir haben tatsächlich mehr Geld, als ich dachte. Heal Powder würde ich auch ganz gerne mitnehmen, 10 Stück. Weil ob die den Scheiß mögen oder nicht, ist mir egal. Die fressen das gefälligst. Was auf den Tisch kommt, das wird auch gegessen. Ich gönne uns 10 Energy Powder. Damit wir einfach nicht in so eine Item-Problematik potenziell kommen, weil das möchte ich niemandem bei uns antun. Jetzt könnte es sogar nochmal knapp werden, von wegen, dass wir in die Arena kommen. Vielleicht muss ich Flobert wirklich einfach in die Arena schicken.
Aber ich sag euch, wie es ist. Das wäre fein bei mir. Vielleicht trainiere ich aber offscreen zumindest noch, dass die Mons stark genug sind für die Arena. Aber die sind halt hier Level 16, ist so die Sache. Aber ich weiß halt bisher, ich habe halt keine Erfahrung mit Arena-Leitern bisher gesammelt. Deshalb kann ich nicht sagen, wie krass. Oh, stark. Guter Lag, hat mir sehr gut gefallen. Wie stark der Unterschied zwischen den einzelnen Mons ist. Also zwischen Trainer und natürlich paralysiert direkt. Ist auch ein Schlecker. Das ist auch etwas, was die KI immer gerne macht. Sowas wie Schlecker direkt Vollpara. Ist eigentlich festgesetzt. Aber was ich sagen wollte war... Ich setze jetzt einen Poison Powder ein, weil genau wegen so einer Scheiße. Was ich sagen wollte war, dass es in manchen Hexen nämlich auch so ist, dass die Trainer dann so ungefähr noch auf einem okayen Level sind. So ungefähr auf dem Level, wo man selber auch ist. Und dann kommt der Arenaleiter und der Arenaleiter denkt sich, ja moin, ich hau jetzt mal Dicke auf den Tisch und dann gibt's einfach, weiß ich nicht, 5 Level drüber oder so und du denkst dir nur, was passiert hier gerade? Mama, hol mich bitte ab, ich möchte aus dem Bällebad abgeholt werden, weil im Bällebad ist ein Arenaleiter, der tut mir weh. So in die Richtung ungefähr geht's dann. Und davor habe ich doch ein bisschen Angst, dass das hier passieren kann. Und ich würde ganz gerne sagen, dass das nicht passieren wird, aber... Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe auch mit den Leuten noch nicht gesprochen, die die Arena gemacht haben. Wie krass das so war. Also ich weiß nicht, ob Timo... Timo hat gesagt, er hat gestruggelt in seinem Part und ich glaube, er hat den 2. Orden gemacht. Also, aber der hat sich, glaube ich, mehr darüber aufgeregt, dass random Trainer auf einmal Supertränke und sowas haben. Und das haben wir jetzt auch schon bemerkt. Alter, wie lange wir verwirrt sind. Immerhin schlagen wir uns nicht selber. Der hat das nämlich auch schon erwähnt gehabt, dass da... super viel Rotz ist, wo man sich wirklich denkt, eieiei, was soll denn das? Okay, Birni kommt raus aus der Verwirrung, das ist sehr nice. Und dann ist Lickitung weg vom Fenster, sehr schön. Aber jetzt nicht mega viel Erfahrungspunkte, aber es ist okay. Gibt's denn da noch einen Trainer oder nicht mehr so? Oh, gibt noch einen, okay, nevermind. Dachte, der wäre keiner, aber ist ja da auch einer. Aber naja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ne, dass es euch... soweit gefällt das Projekt, ne, weil es ist mein 2. Part, deshalb ich habe keine Ahnung, ob euch das Projekt bis zu diesem Punkt gefällt oder nicht. Ich stehe da ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, weil ich konnte auch noch nicht in der Kommentarsektion oder so gucken, weil... Naja, ihr wisst warum, denke ich mal. Komm, Headbutt wird schon guten Damage machen. Grimer hat nicht so eine... Okay, das war wesentlich weniger als gedacht. Aber Zickzacks ist ja mal mega der Süße. Guckt euch sein Grinsen oder sein Lächeln da so an. Oh, Zickzacks erinnert mich immer an die guten alten Suishomaru-Zeiten. Damals in der Pokémon X Wedlock mit Pearl. Das waren gute Zeiten. Mir fällt gerade auf, wenn der crittet, habe ich ein Problem. Mit Pearl, das waren einfach bessere Zeiten. Ja, es war so klar, dass die Vergiftung kommt. Also, es war ja mal das Offensichtlichste vom Offensichtlichen. Dass ich hier nicht so gut, nicht so free durchkomme, wie ich das gerne hätte. Was hast denn du noch? Hast du schon ein bisschen? Ja, dann schicken wir Zubat hier rein. Ich bin halt am überlegen, ob ich es Flobert einfacher mache und halt so Mons wie Zubat halt eben entwickle und... Oh, wirklich. Oh mein Gott, also langsam wird das wirklich nervig mit diesen random Items. Ob ich so Mons wie Zubat einfach entwickle, solche Mons wie... Oh. Mons wie, Ultregaria mache. Dafür müsste ich jetzt wissen, wann sich Zubat entwickelt. Wenn sich der Level 21 entwickelt, glaube ich, mache ich das sogar, aber ansonsten nicht. Und ihr werdet es dann live bei Flobert sehen. Mann, was wird Downy Downster wohl so Spannendes getan haben? Das Problem ist halt echt, ich möchte jetzt nach diesem Kampf dann beenden und ich möchte jetzt nicht mehr irgendwas anschneiden, was irgendwie passt und... Ja, dadurch, dass wir das Projekt doch zum Großteil im Voraus aufnehmen, ist so irgendwie andere Dinge ansprechen auch ein bisschen... Alter, diese Disable-Strategie geht mir ein bisschen auf die Nerven, ist das ein bisschen... schwierig. Wir können mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was für eine Hidden Power wir haben. Ich habe nicht nachgefragt. Das ist schon mal eine neutrale Hidden Power. Das heißt, es kann schon mal nicht Fee sein. Sie weiß, die eh nicht existiert. Pflanze kann es nicht sein. Wasser könnte es noch... Aber ich hoffe, es ist nicht Hidden Power Water. Das wäre ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. Meine zweite deprimierende Sache, die mir gerade so auffällt, ist, ich weiß nicht, ob Vergiftung geheilt wird oder nicht. Christoph Level 20. Gönn dir, Christoph. Noch ein Pokémon. Oh, ich dachte, der wäre fertig. Spoink. Okay, den rotzen wir wenigstens relativ fix an die Wand mit einem Biss. Der hat Gott sei Dank nichts zu melden. Om nom 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 nom. Verschwinde, Spoink. Om nom nom ist übrigens so eine neue Sache von mir, die ich sehr gerne sage. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es sehr, sehr gerne und ich stehe dazu. So.
Ich setze jetzt einmal mit. Haben wir vielleicht Beeren, die wir irgendwie einsetzen können? So eine Pirsifbeere? Ja, guck mal, da ist doch eine Pirsifbeere. Weil ich sag, unser Tyrakrok wird das halt locker überstehen. Was? Oh, das war die Chesterberry. Never mind. Ich würde gern den hier. Was? Wieso ist der already geheilt? Warte mal einen Moment, was? Hä? Hat er nicht die ganze Zeit so geschrieben, yo, der ist geheilt von dem? Ich war gerade mega verwirrt. Hat er zufällig Mitnahme? Nicht, dass das Item, was der hat, gar nicht das ist, was... Ah, wir hätten die ganze Zeit das Mitnahme-Item uns gönnen können. Das ist auch ein bisschen traurig, aber ist okay. Ja gut, dann würde ich aber sagen, werde ich offscreen heilen und für Flobert ein bisschen alles auf 21, denke ich, bringen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Part der Taglog wieder, beziehungsweise hoffentlich schaut ihr, ihr solltet bei Flobert vorbeigucken, weil kommt der nächste Part, der wird nämlich auch die Arena machen. Von dem her wünsche ich Ihnen da ganz viel Spaß und wir sehen uns, bis dann und ciao.